Willkommen, liebe Freunde vom Modellpilot EU. Heute zum Testbericht Out of the Box Teil 1 zu Aurora TT aus dem Hause Composite RC Gliders. Ja, wir haben ja gestern hier schon im Hintergrund die Interstellar 2500X vor die Kamera gekriegt. Ich bin ganz begeistert, wie der Zuspruch ist. Und ja, es geht weiter im Text. Hohe Qualität aus dem Hause Aurora. Aus dem Hause Composite RC Gliders. Und Werner Fehn hat mir hier etwas gesagt. Ich sollte unbedingt noch, bevor ich es auspacke, darauf hinweisen, dass man diese kleinen Imbusschlüssel, das sind ja die beiden kleinsten, dass wir die noch beilegen sollten, damit wir die auch montieren können, die Maschine. Ja, das ist einfach mal so alles, was ich dazu vorerst sagen kann, was die Montage out of the box anbelangt. Aber was habe ich denn im Vorfeld erlebt? Warum reizt mich das so? Also ich bin oft am Platz und da haben wir so stabile Wetterlagen, relativ stabile Wetterlagen. Wenig Wind, heiß und aber Thermik ist irgendwie, aber auch nicht so richtig. Mein großer Segler bleibt nicht oben, die anderen Segler auch nicht. Und dann beneide ich ja diejenigen, die auf den Platz kommen, und schmeißen in der Abendthermik immer noch etwas in die Luft und bleiben da oben. Die bleiben einfach oben. Die kurbeln, kommen fast gar nicht runter. Und dann landen die ganz zart in der Hand. Wupp. Also sowas musst du auch haben. Da habe ich immer von geschwärmt. Ich habe früher den Sniff gehabt, wer den noch kennt. Das ist so ein Balsa-Flieger. Der ist jetzt, weiß ich, 40 Jahre alt. Er hat so ein GFK-Rumpf gehabt mit einer Angelrutenroute, hinten V-Leitwerk und dann hat der 80 Rippen, Balsaholzrippen gehabt mit 5 Balsaholzholmen und das wurde dann mit einem sehr dünnen, aufbügelbaren Vlies dann stabilisiert. Und den haben wir schon immer in die Luft geschmissen und versucht dann in dem Boden so ein bisschen Thermik zu bekommen. Aber das Ding wog ja noch Tonnen gegenüber das, was wir jetzt hier vor uns haben. Und diese F3K-Szene ist ja eine wunderbare Szene. Und aus dieser Szene hat sich da ein Modell entwickelt und das ist ganz frisch auf dem Markt. Und ihr müsst euch das mal angucken. Wir packen es jetzt gleich aus. Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, als Werner Fehn mir das gezeigt hat, war ich schlagartig begeistert. Also gesagt, das machen wir. Das stellen wir hier bei Modellpilot EU vor. Das ist ein Muss, das ist ein Highlight. Und ich war hin und weg. Ich kenne andere Maschinen, auch von Freunden, die die selbst bauen. Und ich weiß, was für eine präzise Arbeit da gemacht wird. Das ist ja Hauch, Papier, hauchdünn und das alles zusammenzufügen. Dann kriegt man schon Angst, wenn man die aus der Form holt. Ja, weil das so hauchdünn ist, das Spreadtau, was sie drin verlegen und dieses hauchdünne Kohlefasergewebe. Also das ist erstmal handwerklich eine große Leistung. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Ich habe es mir schon erlaubt zu öffnen, weil es war ja wie Weihnachten, ja. Man kriegt hier ein Paket hingeschickt und darf es dann nicht öffnen, erst so eine Woche später. Nee, habe ich nicht ausgehalten. Also ganz ehrlich, ich habe das Ding schon mal geöffnet hier, ne? Und mal reingeschnuppert, was da so alles drin ist. Fangen wir mal mit dem Rumpf an. Hier entpacken wir mal das Seitenruder. Und ich hole das mal hier so vorsichtig aus der Hülle raus. Seht ihr, das ist die Rumpfform. Ja, die Rumpfform, das ist unten flach, ja, bietet dadurch eine tollen Einbaumöglichkeit. Der Servus. Es ist vielleicht auch noch ein bisschen tragend, weil die Angriffsfläche von unten ja auch erhöht ist. Ja, wenn die Thermik von unten kommt, obwohl, ne, haben wir ein bisschen mehr Angriffsfläche, als wenn wir so einen ovalen Rumpf hätten, der so stehen würde. Ne, ist die Angriffsfläche nicht so groß. So haben wir das. Für die Landung ist das irrelevant, weil landen wir entweder in der Hand oder wenn der landet, dann haben wir ja hinten eh hochstehen durch das Seitenleitwerk. Das Seitenleitwerk hier hinten ist durch eine Feder vorgespannt und durch einen Seilzug, was vorne am Servo ist, ja, da ist es ein Seilzug. Und dann wird das auf Zug, dann geht er rechts rum
Und wenn das Servo dann nachlässt in der Zugspannung, ist die Feder dann auf Seiten oder links gestellt. Ja, man muss ja mal gucken. So, also hier. Und durch diesen Trick hat man nicht diese schweren Schubstangen, sondern man hat es auf Zug belastet, nur für rechts und der Rest geht nach links. Ähnlich wird es wahrscheinlich beim Höhenruder auch so sein. Hier hinten haben wir so einen kleinen Zahnstocher drin, der hält aber jetzt nur die Schlaufe für das Höhenruder, was hier drunter montiert wird, auf diesen kleinen Pylon. Und das machen wir gleich mal. Die Schalen, so wie man das sieht, die haben hier ihre Naht, also horizontal verlaufend, nicht vertikal, wie wir es normalerweise kennen, sondern horizontal. Schaut man so rein. Also hier verläuft sie entlang. Da. Ja. Und so wird das Gelege von oben reingelegt und dann von der anderen Seite und dann wird es so beide Formen zusammengeklebt. Schauen wir uns mal ein bisschen näher die Haube an. Die Haube ist Spreadtau, oben grün lackiert, aus Kohle. Das heißt also, die Antenne müssen wir komplett rausführen. Wie gesagt, können wir die hier unten so nach unten bringen. Verbaut sind die KST, was sehe ich da, KST X08H, ja, also in dem Bauservice. Ja, wie kriegen wir das am besten gezeigt? So. Da seht ihr jetzt die vier Servos drin. Also für Höhe, Seite, quer. Bei den Hier wird es hier rausgeführt an den Seiten. Die Querruder jeweils angesteuert über die Servo, damit wir diese durchgängigen Querruder auch entsprechend wölben können oder Snap-Flap machen müssen. Snap-Flap machen. Die Haube lässt sich ganz einfach aufziehen. So. Also erst nach vorne, logisch. Und dann nach hinten. Oh, das ist alles so zart, so leicht. Kennt man eigentlich gar nicht. So. Und da haben wir die Haube schön passend drauf. Also die Qualität des Rumpfes ist wunderbar. Die Auflager für die Tragfläche. Da stecken jetzt gerade zwei Imbusschrauben drin. Die hole ich mal raus. Hier die Auflage ist maximal breit, sodass, wenn die Tragfläche jetzt dann drin liegt, ja, auch eine tolle Verbindung zwischen Rumpf und Tragfläche gegeben ist, also genügend, um Torsionskräfte, die über die Hochachse kommen, aufzufangen. Die Schrauben haben entsprechende Stahlmuttern unten eingelassen in einem, ich kann es euch nicht schlecht zeigen, aber ich sage es einfach mal, sodass wir hier das Gewinde nicht im Kohlefaser drin haben, wie ich es schon mal gesehen habe, eine Katastrophe. Ne? Also man hat wirklich tatsächlich ein richtiges Metallgewinde unten als Schraube nochmal eingeklebt und man sieht, es wird auf Stabilität Wert gelegt, es wird auf Funktionalität Wert gelegt und auch auf aerodynamische Aspekte. Hier hinten das Seitenleitwerk ist auch wie das Höhenleitwerk, das habe ich mir sagen lassen, aus beplanktem Material. Das heißt, hier hinten ist dieses leichte Gewebe drauf. Seht ihr das? Das ist dieses super leichte, hauchdünne Kohlegewebe. Und da ist ein Kern drin, der beplankt ist. Also, ich lege das mal zur Seite. Vorsichtig. Das ist so leicht. Das ist so leicht. Jetzt gehen wir mal ans Höhenleitwerk dran, bevor wir uns an die Tragfläche. Höhenleitwerk ist auch super eingepackt. Ja, da bin ich wieder. Schau mal, das ist auch, ihr seht es mit einer Feder gemacht, die wie so ein Z hier eingebaut ist. Was mir sehr gut gefällt und spontan auch zu erkennen, ist, dass hier, seht ihr, kleine Vertiefungen sind, bevor die Schraube hindurchgeht. Hier oben ist die Schraube im Durchmesser zu erkennen und hier unten ist es ein bisschen dicker. Das ist wunderbar für die Aufnahme hier hinten. Der Pylon hat auch kleine
bubbelst, ja, also klein, so einen kleinen Pylon drin, so, wir kriegen das scharf, so. So seht ihr, die hat auch so ein. Und damit wird es nicht nur über die Schraube, sondern beim Festziehen, die Schraube ist nur für die vertikale Kraft zuständig, um den auf dem Pylon zu halten. Und die Kraft geht in den Pylon rein. Also die Torsions ist eine ganz leichte, simple Art und Weise, aber pfiffig deswegen, wenn man es nicht macht, hat man nur auch die Torsionskraft auch auf den Schrauben drauf. Und da wissen wir, das reißt gerne aus. Und so kann man die Auflagerbreite erhöhen, auch bei diesen Minischrauben, und hat damit eine erhöhte Stabilität erreicht. Profis wissen jetzt, was ich meine. Pass auf, ich mache das mal so trocken. Ich lege das da oben drauf und ihr seht, ich muss es, ja, so. Ich lege das mal oben drauf, so. Und wenn man jetzt so seitlich geht, ja, ist es fest. Es muss nur von oben festgehalten werden, dann ist er in der Lage fixiert und schlägt auch nicht aus. Ne? Also so eine dünne kleine Schraube würde eigentlich ausschlagen, wenn sie dann einen seitlichen Schlag aufs Höhenruder bekommt. Und das wird dadurch die Gefahr gemindert, weil die konstruktive Breite einfach erhöht wurde. So, gehen wir mal dazu über. Jetzt das Highlight rauszuholen. Ja, das ist immer für mich die Tragfläche. Oh, wahnsinnig verpackt, oder? Das ist ja wahnsinnig gut verpackt. Aber man merkt auch dadurch, dann ist das ja auch ein kleines Heiligtum. So, holen wir es mal raus. Hochglanz in der Form, lackiert, hochglanzpoliert. Hier für die Rechtshänder ist das hier angebracht. Für die Linkshänder müsste man das dann hinten anbringen. Also ich habe den Bauservice genutzt. Ihr seht, ich habe das fix und fertig da, sodass ich direkt morgen hier meinen, ich habe hier so einen kleinen Empfänger, der da schön reinpasst. Na, so. Das ist dieser 5-Kanal-Empfänger. Den werde ich sogar noch leichter machen. Den baue ich einfach aus. Hier mache einen Schrumpfschlauch drüber. Dann ist der noch, habe ich mir das Gehäuse gespart. Also, so weit gehe ich jetzt noch da. Und, also ist keine Empfehlung von mir, um Gottes Willen. Ich mache das jetzt nur, um noch Gewicht zu sparen, also den letzten rauszuholen. Und flugfertig, das werden wir gleich mal. Ach nee, ich habe ja kein Messer da. Aber ich. Ich habe es schon gemacht. Es sind 238 Gramm. Dann kommen hier noch 5 Gramm dazu. Da sind wir noch locker unter 250. Und also ich bin sehr begeistert. So, okay. Schauen wir uns das mal weiter an. Wir haben. Das Scharnier ist quasi hier unten, das Scharnierband. Ist glatt, es sind keine Macken drin. Bisschen hier aus der Form rausgeholt, um nachzuhelfen. Das klemmt ja ein bisschen. Das kann man aber nachpolieren. Ansonsten wunderschöne Oberfläche. Das ist ein Spreadtau-Gelege, ein ganz leichtes. Und ich will jetzt gar nicht so viel Druck mit meinen Fingerkuppen drauf ausüben, nicht, dass ich da was eindrücke. Aber ist schon sehr vertrauenserweckend. Verwindungssteif und sehr leicht. Ja, mehr wollen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr zeigen. Ich will jetzt raus, das Teil in die Luft schleudern mit zwei, drei Umdrehungen. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe das nur einmal mir schmeißen lassen von einem Freund, also seine Maschine, und bin dann da oben geflogen. Ich war so hin und weg. Ich war so 7, 8 Minuten weg. Ich dachte, da geht ja nichts mehr. Ne? Also, er sagte, da brauchst du kein Kaninchenfurz mehr, da brauchst du einen Eichhörnchenfurz, das reicht vollkommen. Ja, jetzt bin ich gespannt auf dieses schöne Fliegen mit dieser Aurora. Ach, ich halte ihn mal so drauf. Ne? Hat schon was, oder? So. Wenn man das Höhenleitwerk noch hinten drauf baut,
dann weiß man schon, ja, dann kann man fliegen gehen. Man muss ja nur noch den Empfänger, ich muss mal hier gucken, ob der da reinpasst. Ja, locker. Ja, der Empfänger, der verschwindet dann quasi so da drin. Wunderbar. Und dann habe ich noch einen Magnetschalter und hier vorne ist ein kleiner Akku schon eingebaut und alles ready to fly. Sehr schön vorbereitet. Also ich könnte gleich fliegen gehen. Akku laden, Empfänger rein, bisschen konfigurieren, dann ist man draußen. Okay, also liebe Freunde, ich habe euch jetzt mal die Aurora gezeigt von Composite RC Glides. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Und wenn ihr noch mal ganz kurz hier drauf schaut, da haben wir die Daten. Wir haben eine Spannweite von 1,50, eine Flügelfläche von 20,4, Streckung 11, okay, aber die Profildicke von 5,8 ist doch, ja, ist das super. Und mehr braucht man eigentlich nicht sagen. Fluggewicht ab 220 Gramm halte ich jetzt für möglich, wenn man jetzt nicht diese Metall-KST-Servos nimmt, sondern dass man dann noch leichtere Servos nimmt. Und das ist durchaus drin. Ja, und so dass wir da, also jetzt habe ich hier, wie gesagt, meine 238, also um die 240 Gramm ist das Gewicht jetzt von dieser Aurora. Und dann sind wir noch unter 250 Gramm. Muss ich da eigentlich noch ein Schildchen dran machen? Eigentlich nicht, ne? Aber machen wir schon. Dann haben wir gute 250 Gramm. Ja, und da haben wir einen schönen Thermic Taker. Das steht ja für das Aurora TT, Thermal Taker. Und ich bin begeistert. Ich freue mich schon auf wunderschöne Abendflüge in der Thermik, in der Abendthermik oder in den leichten Windhauch, der vor dem Wald so hoch geht. Also man kann ja alles damit ausnutzen. Und liebe Freunde, bis bald. Euer Stefan hier mit der Aurora TT aus dem Hause Composite RC Gleiders. Ciao, ciao.